Großer Bahnhof im Coesfelder Gymnasium Nepomuceneum für Fußballnationaltrainerin Silvia Neid. Mit dem Besuch löste sie den Gewinn der Schule von der erfolgreichen Frauen-WM-Kampagne Team 2011 ein. Als eine von drei westfälischen Gewinnern gelang der Schule der Sprung in den Goldtopf. Team 2011 war die größte Kampagne, die der Deutsche Fußballbund in seiner 111-jährigen Historie je durchgeführt hat. Anlässlich der Frauenfußball-Weltmeisterschaft waren alle Vereine und Schulen aufgerufen, ein Teil dieser Weltmeisterschaft zu sein. Es gab vier Bausteine zu lösen und diese Schule, in der wir heute sind, in Coesfeld, hat alle vier Bausteine erfüllt. Und die WM ist zwar ein paar Tage zurück, aber heute kommt Silvia Neid hierher an die Schule, bedankt sich für das hohe Engagement. Heute, das ist wie in einem Turnier. Man muss sich gut vorbereiten, muss alles erarbeiten und bestehen. Und dann braucht man letztendlich immer ein bisschen Glück, um dann auch ganz oben zu sein. Und das hat diese Schule heute geschafft. Und für mich war es wirklich eine Ehre, auch hier zu sein. Rund 18.000 Schulen und Vereine nahmen an der seit Mitte 2009 laufenden Aktion teil. Bei ihrem Besuch gab Silvia Neid den Schülern bereitwillig Auskunft über die vielen Stationen ihrer Fußballkarriere. Dem Frauenfußball-Nachwuchs empfahl sie, eine duale Berufslaufbahn einzuschlagen. Es ist einfach so, dass man im Frauenfußball nicht so viel verdienen kann, dass man dann, wenn man aufhört mit 30 oder 35, je nachdem, dass man dann nichts mehr arbeiten muss. Das heißt, man muss natürlich auch überlegen im Vorfeld, was mache ich, wenn ich nicht mehr Fußball spiele. Zum Abschluss eine Urkunde als Erinnerung. Für Silvia Neid beginnt jetzt die Vorbereitung auf die Qualifikation zur Europameisterschaft. Im Februar steht das Spiel gegen die Türkei auf dem Programm. Sich dabei direkt qualifizieren zu können, ist der Wunsch von Silvia Neid.